Hallo und willkommen beim Whisky Nerd. Heute starten wir die langersehnte Tastingreihe mit dem Waldviertler Whisky Weidenauer. Heute stelle ich euch gleich vier Hafer-Whiskys vor. Und zwar haben wir hier mal den normalen Hafer-Whisky. Dann haben wir den Hafer-Whisky mit 2/3 Hafermalz. Das ist immer unten sehr schön angeschrieben. Nochmal die Flasche. Dann haben wir hier den Hafer-Whisky dunkel geröstet. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Und am Schluss steht hier der intensiv gedorfte Hafermalz-Whisky. Wir testen uns gleich durch die vier durch. Eine kleine Geschichte noch dazu. Ingenieur Oswald Weidenauer. Mit dem durfte ich persönlich sprechen. Hier sind die Whiskys nach seiner Angabe alle zwischen 7 bis 8 Jahre alt. Die Destillerie befindet sich in Leopolds bei Kottes. Und das ist im schönen Waldviertel in Niederösterreich. Und genauer sind wir hier, wenn man von Wien entlang der Donau Richtung Krems und noch ein Stückchen weiter, ungefähr hier, in dem Gebiet, befinden wir uns heute. So. Der Hof befindet sich seit 1838 in Familienbesitz. Hier werden auch noch Schnäpse, Liköre, Marmeladen hergestellt. Also wirklich ein richtiger Familienbetrieb mit viel Leidenschaft an der Arbeit. Alle Whiskys sind hier zweifach destilliert. Haben alle 42% Alkohol. Dann gibt es noch spezielle Finishes in Süßweinfässern oder Fässer aus Maulbeerenholz. Also hier gibt es interessante Sachen. Und wir starten hier gleich durch. Hafer habe ich persönlich zum ersten Mal im Glas. Also noch komplett unerfahren damit. Könnt ihr mir mal eure Erfahrungen darüber schreiben, wer schon mal mit Hafer-Whisky zu tun hatte. So, haben wir die Farbe, alles natürlich ungefärbt, nicht kühl gefiltert. Dann haben wir da Hafer-Whisky. Hafer-Whisky mit 2/3 Malz. Anteil. Hier kommt jetzt der dunkle Hafer-Whisky. Da bin ich schon gespannt mit den Röstaromen. Und der intensiv getorfte Hafer-Whisky. So. Ich finde das Design der Flasche wirklich wunderschön. Auch die großen sehen genauso aus. Also wirklich tolle Arbeit. Tolles Design. Und starten wir mal mit dem Nosing. Der Hafer-Whisky. Sehr angenehm in der Nase. Grasige Noten. Leichte Süße. Schon mal sehr interessant. Der Hafer-Whisky mit 2/3 Malz. Er wird schon intensiver. Jetzt beim ersten Mal habe ich gedacht, ich rieche hier an einem Bourbon. Wirklich interessant. Da hat sowas.
Würziges. Und doch. Erinnert mich ganz leicht an einen Bourbon. So eine leichte Klebernote finde ich heraus. Sehr interessant. Jetzt hier der Dunkle. Ah, sehr schöne Rostaromen. Würzig. Sehr schön die Eiche auch. Sehr interessant. Jetzt kommt der intensiv gedorfte. Auch sehr interessant. Medizinische Noten. Würde ich eher wie ein leichtes Desinfektionsmittel. Sehr interessant. So. Der Herr Weidenauer ist mit großem Herz und viel Leidenschaft an der Arbeit. Haferwhisky ist aus dem eigenen Anbau. Hier wird selbst der Hafer und Dinkel angebaut. Und alles in Handarbeit produziert. Darum schauen wir uns das Ganze mal jetzt wirklich in Ruhe an. Hafer. Sehr angenehm. Leichte Süße. Das Grasige ist auch im Mund. Ein leicht grasiges Gefühl. Die Eiche kommt. Sehr angenehm. Abgang eher kurz. Beginnt jetzt schon wieder zum Verblassen. Aber sehr angenehm. Leichte Süße, grasig. Sehr interessant. So, noch einen Schluck Wasser. So, und weiter geht's mit Hafermalz 2 Drittel. Da muss man schon beim Riechen leicht wie am Bourbon vorkommen. Bleibt dabei. Sehr interessant, sehr würzig in der Nase. Und ich habe irgendwie so das Gefühl von einem Kleber in der Nase. Probieren wir mal. Kommt gleich in Antritt sehr süß. Getreidig. Grasige Noten. Jetzt ist er natürlich weicher wie ein Bourbon. Obwohl er in der Nase mich leicht daran erinnert. Er wird leicht bitter im Abgang. Kann sein von der Würze her, vom Malz. Aber sehr interessant. Interessante Nase. Und gegenüber dem normalen Hafer da schon wirklich mehr Würze. Kommt sehr gut.
So, jetzt kommen wir zum Haferwhisky Dunkel. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Ja, schon andere Liga. Schön fein nussig im Mund. Feine Würze. Schön die Röstaromen zum Schmecken. Jetzt kommt leicht Schokolade. Abgang schon. Mittellang bis lang. Jetzt wird es ein bisschen ledrig. Oh, der ist toll, ja. Machen wir ein zweites Mal. Ja. Wieder diese feinen Nussaromen. Würze, Eichenholz, leichte Schokolade, aber süße Schokolade. Ja. Man geht schon in Richtung dunkle Schokolade, Röstaromen. Abgang jetzt wieder leichtes Leder. Längerer Abgang. Na, schon wirklich. Er hat schon mal einen Vorsprung. Und jetzt kommen wir zum intensiv getorften. Schauen wir mal. Hat nochmal Süße im Mund. Bleibt dieser medizinische Charakter. Mit leichter Eiche hinterher. Also wenn man aufs Medizinische steht, sind wir da hier genau richtig. Dann noch eine zarte Medizin, nicht so wie die Lafroig, aber schon angenehm im Hintergrund zum Erkennen. Für die österreichischen Whiskys würde ich sogar schon kräftig Medizin sagen. Also muss man sagen, hier schon Hafer. Da kann man wirklich was Gutes draus machen. Wunderbar. Auf Platz 1 setze ich einmal den dunklen, auf Platz 2 kommt der intensiv getorfte, auf Platz 3 setze ich hier den mit 2 Drittel Malz und dann vierter Position den normalen Hafer-Whisky. Die Destillerie Weidenauer ist immer ein Besuch wert. Wenn ihr in der Nähe seid, schaut einmal vorbei. Wirklich hier alle mit Leidenschaft an der Arbeit. Und sind wirklich alle sehr freundlich und nett, was ich persönlich mit dem Herrn Oswald Weidenauer sprechen konnte, hat man natürlich gleich seine Leidenschaft für seine Produkte sehen können. Also wirklich top. So, der Haferwhisky, den gebe ich. Ein schöner, milder, grasige Noten, leichte Süße, 85 Punkte. Den 2 Drittel
schon würziger, intensiver im Mund. Er kommt 86. Den intensiv gedorften Hafer malz Whisky gebe ich 88. Und mein Favorit, hier der dunkle, bekommt von mir 90 Punkte. Hat mir am besten gefallen. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Lasst mir Kommentare hier und natürlich gebt mir euer Abo. Und bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Tschüss.